Bürger fühlen sich vom Staat im Stich gelassen, sehen die Gesundheit ihrer Familien bedroht, organisieren sich und klagen gegen die Behörden. Sie werden verdummt und verarscht. Umweltaktivisten und Experten warnen vor den Abgasen. Die Menschen sind die Versuchskaninchen für die deutsche Zementindustrie. Probieren wir es mal aus. Die sterben, die fallen ja nicht gleich tot um. Unsere Recherche beweist, Zementwerke sind mittlerweile Teil einer Müllverbrennungsindustrie. Und wir stoßen auf Dokumente, die zeigen, wie einflussreich diese Industrielobby ist. Dotternhausen in Baden-Württemberg. Ein kleiner Ort und ein riesiges Zementwerk. Hier beginnt unsere Recherche. Die Anwohner des Dorfes sind gespalten. Ein Teil steht hinter dem Werk, das viele Arbeitsplätze schafft. Ein anderer Teil sieht das Werk als große Gefahr für die Gesundheit, erzählen mir Iris Hoffmann und ihre Freundin Kirsten Staus. Beide haben ihre Familien mitgebracht. Beide sind zutiefst verunsichert. Ich habe Sorgen, ich habe Ängste um mich, um meine beiden Kinder. Ich habe zwei Kinder mit 7 und 11 Jahren. Wir machen uns Sorgen um unsere Natur, um unsere Umwelt, um die Luft hier. Denn was hier oben rauskommt, das weiß Iris Hofmann nicht. Was sie beunruhigt, das Zementwerk verbrennt zur Energiegewinnung mittlerweile zu 100% Ersatzbrennstoffe wie Plastikmüll, Altöl, Dachpappe oder sogar Altreifen. So dürfen zum Beispiel 6.000 Reifen behördlich genehmigt verbrannt werden und das täglich. Die Frage, die sich die Mutter stellt, kann das Zementwerk das überhaupt sauber genug verfeuern? Also ich wollte wirklich eine saubere, gesunde Luft. Das ist eigentlich mein Wunsch, dass ich hier in Dotternhausen irgendwann mal alt und grau auf meiner Terrasse sitzen kann, gesund auf meiner Terrasse sitzen kann, dass ich gesunde Kinder habe. Dotternhausen ein regionaler Einzelfall? Nein. Insgesamt 34 Zementwerke gibt es deutschlandweit, die Klinker herstellen, den Hauptbestandteil von Zement. Bis auf eine Ausnahme befeuern die Werke ihren Drehrohrofen größtenteils nicht mehr mit Öl oder Kohle, sondern mit sogenannten Sekundärbrennstoffen wie zum Beispiel Altreifen oder Plastikmüll. Warum dürfen sie das? Weil Zement ein systemrelevanter Stoff ist, erklärt uns der Umweltaktivist Harry Block. Autobahnen, Häuser, Bahnhöfe, Flughäfen, eine pulsierende Wirtschaft ohne Zement? Undenkbar. Wir brauchen Zement. Und die Politik weiß das auch. Und das ist unser Kernproblem, weil die Politik das auch weiß und die Zementindustrie ein global handelnder Wirtschaftsfaktor ist. Deswegen haben wir Probleme mit ihnen. Wie sehen diese Probleme aus? Besteht wirklich eine Gesundheitsgefahr für die Anwohner in der Nähe von Zementwerken? Was sagt die Wissenschaft zu den Vorwürfen? Das wollen wir in unserer weiteren Recherche prüfen. Berlin-Rüdersdorf. Ein anderes Zementwerk. Im Gegensatz zu Dotternhausen dürfen wir hier drehen und vor der Kamera Fragen stellen. Was wir gezeigt bekommen, sind Berge von klein geschnipselten Müll. Fluff nennt ihn der Fachmann. Müll, der neue Brennstoff. Was hier allerdings alles drinsteckt, das weiß der Geschäftsführer selbst auch nicht immer ganz genau. Wir kriegen entsprechend die Nachweise, wo das Material herkommt. In der Tat muss man natürlich sagen, ich nehme eine Probe aus dem LKW. Ich kann nicht den ganzen LKW beproben, weil dann habe ich nichts mehr, was ich verbrennen kann. Da ist zweifelsohne immer so eine gewisse Ungewissheit, aber Sie sehen ja, so ein Haufen an sich ist ziemlich homogen. Im Prinzip besteht der sogenannte Fluff aus kleingeschreddertem Müll, den keiner mehr recyceln konnte. In diesem Fall alte Teppiche, Plastikmüll und andere Wertstoffe. Kohle oder Öl sind teure Brennstoffe. Müll gibt es dagegen nicht nur kostenlos, nein, es wird sogar noch besser. Teile des Fluffes, dort kriegen wir eine Bezahlung, dass wir ihn abnehmen. Das heißt, Müll als Brennstoff lohnt sich gleich doppelt für die Zementunternehmen. Statt Brennstoffe teuer einzukaufen, bekommen sie beim Müll sogar noch Geld obendrauf. Eine Win-Win-Situation für die Unternehmen. Und für die Umwelt? Ist es ein Unterschied, ob Müll oder auch Sondermüll wie Dachpappe oder Altreifen in einer Müllverbrennungsanlage verfeuert werden oder in einem Zementwerk? Das fragen wir einen der führenden Experten in Deutschland, Dr. Harald Schönberger. Seine Antwort ein klares Ja. Denn Zementwerke haben nicht die gleichen Voraussetzungen wie die hochentwickelten Müllverbrennungsanlagen. Die arbeiten nämlich deutlich sauberer. Bei einer Müllverbrennung hat man eine mehrstufige Rauchgasreinigung.
bevor man das dann in die Umwelt emittieren kann. Und bei den Zementwerken, selbst wenn die 100% Abfall einsetzen, ist in aller Regel nur ein einfacher Staubfilter da. Und das, dieser Unterschied ist, können Sie keinem erklären, aber das ist im Moment die Realität. Das ist absurd. Ja. Zurück in Dotternhausen. Wieder einmal sitzt die dortige Bürgerinitiative zusammen, spürbar verärgert. Man fühlt sich im Stich gelassen, weil die Behörden anscheinend einknicken vor dem für die Region so wichtigen Zementwerk. Trotz der Gefahren für die Gesundheit der Anwohner. Wir sind dann losgezogen hier in der Region und haben rund um Dortenhausen haben wir Bodenprobe gezogen. Und dann zum Beispiel in der Hauptwindrichtung vom Zementwerk haben wir zum Beispiel eine Thaliumwertüberschreitung von 230%. Dieses Schwermetall kann schwerste Schädigungen des Nervensystems sowie von Niere und Leber verursachen. Die Bürgerinitiative fürchtet, dass die hohen Werte durch die Müllverbrennung des Zementwerks entstanden sind. Zweifelsfrei nachweisen können sie es nicht. Und das Zementwerk der Firma Holcim darf nach einem Antrag sogar zu 100% mit Sekundärbrennstoffen wie Müll heizen. Früher waren es nur 60% und diese Steigerung wurde genehmigt ohne eine Umweltverträglichkeitsprüfung durch die Aufsichtsbehörde, die darauf verzichtete. Die Folgen für Mensch und Umwelt werden also gar nicht erst ermittelt. Und wenn Sie das dann einmal genau verfolgen, dann müssen Sie sagen, Sie werden verdummt und verarscht. Warum werden Bürger hier so im Stich gelassen? Für den Umweltaktivisten Harry Block ist die Antwort einfach. Diese Lobby ist so mächtig, dass es ihnen gelungen ist, in ein Bundesemissionsschutzgesetz ein Sternchen ganz am Ende anzubringen. Dieses Gesetz gilt für Kohlenstoffe, für die Zementindustrie nicht. Das müssen sie mal hinkriegen, dass die deutsche Automobilindustrie sagt so, Stickoxide gelten für uns nicht. Das wäre jetzt der Erfolg von Daimler, wenn sie das schaffen würden. Das geht aber nicht. Die Zementindustrie hat es irgendwie geschafft. Das heißt, schon in der Grundlage des Gesetzes für die Genehmigung eines Zementwerkes ist ein Problem drin, ein riesiges. Im Gesetz gibt es tatsächlich unterschiedliche Emissionswerte. Für die Zementwerke gelten nicht die gleichen strengen Auflagen wie bei den Müllverbrennungsanlagen. Auf Antrag können Zementwerke höhere Emissionsgrenzwerte genehmigt bekommen. Das ist ganz klares Ergebnis von erfolgreichem Lobbyismus. Ein Beispiel: Für Kohlenmonoxid ist eigentlich ein Wert von 50 einzuhalten und genehmigt wurde in einem Fall 6250. Ja, das, für die organischen Emissionen sind normalerweise 10 einzuhalten. Viele haben einen Grenzwert etwa um die 10 in Deutschland von 100, also 10-mal so hoch. Wie eng Wirtschaft und Behörden miteinander zusammenarbeiten, zeigen auch interne Dokumente, die uns vorliegen. Frankfurter Flughafen, Juni 2015. Der Verband der deutschen Zementindustrie trifft sich mit einigen Landesumweltministerien. Auch das Bundesumweltministerium ist dabei. Es geht um neue Auflagen, die bald alle Zementwerke verpflichten sollen, moderne Filter einzubauen. Dieses Mal will man die Industrie in die Schranken weisen und das sogenannte SCR-Filterverfahren zum Säubern der Abgase verlangen. Im internen Mailverkehr, der uns vorliegt, heißt es: Nachrüstung auf SCR-Technologie ist zumutbar und wirtschaftlich. Und weiter: Dem Recht der Bevölkerung auf gesunde Wohnverhältnisse ist stärkeres Gewicht beizumessen als im wirtschaftlichen Interesse Holcims an der Einsparung von Investitionskosten für die SCR-Technologie. Eine Nachrüstung, die mehrere Millionen Euro kosten würde pro Werk. Den Preis will die Industrie offenbar nicht bezahlen. Denn es folgen weitere vertrauliche Flughafengespräche. Am Ende werden die besten Filter, die es zurzeit gibt, doch nicht verpflichtend für die Branche. Merkwürdigerweise können die Zementwerke dazu nicht verpflichtet werden. Ab 2019 gelten neue Grenzwerte für die Zementindustrie. Das heißt auch, dass bis zu diesem Zeitpunkt auch die neueste, umweltfreundlichste Technologie eingebaut werden muss. Nun, diese Flughafengespräche zeigen, dass die Landesumweltministerien weiterhin eher wirtschaftsfreundlich bleiben, dass sie auch diesen Moment verpassen, der Industrie diese neue, umweltfreundlichste Technologie aufzuzwingen. Und es bleiben Schlupflöcher im Gesetz, es bleiben Ausnahmemöglichkeiten und es stellt sich die Frage, warum die Zementindustrie solche Privilegien genießt. Und so kann Holcim, der Betreiber des Zementwerks in Dotternhausen, auf eine Nachrüstung der SCR-Technologie verzichten und trotzdem ganz auf Müllverbrennung setzen. Das will der ehemalige Bürgermeister der Gemeinde, Norbert Meyer, nicht hinnehmen. Und weil die zuständigen Behörden angeblich nicht einschreiten und die Anwohner schützen, hat er Klage gegen das Land Baden-Württemberg eingereicht.
Ich würde mir nur wünschen, dass das Zementwerk die beste Technik, die es im Moment gibt, einbaut, um die Luft sauberer zu machen. Bürger, die das Land verklagen müssen, damit geltendes Recht umgesetzt wird? Eine Lobby, die womöglich Einfluss auf Gesetze nehmen kann? Wie kann das sein? Darüber wollten wir mit der ehemaligen Umweltministerin Barbara Hendricks sprechen und auch mit ihrer Nachfolgerin Svenja Schulz. Beide hatten keine Zeit für ein Interview. Ja, und auch der Geschäftsführer des Verbands der deutschen Zementindustrie, die sitzen hier in Düsseldorf, wollte vor der Kamera nicht über unsere Recherchen mit uns sprechen. Er schrieb uns wörtlich, das Angebot zu einem Gespräch bzw. Interview möchte ich nicht annehmen und bitte um Verständnis. Schade eigentlich. Keiner möchte vor der Kamera kommentieren, dass hier ganz klar eine politische Entscheidung zugunsten der Industrie getroffen wurde und zum Nachteil der Menschen, die rund um Zementwerke wohnen. Um es klar zu sagen, die Industrie handelt nicht illegal, sie hält sich an ein Gesetz, das den Zementherstellern aber sehr viel Spielraum lässt. Dass Zementwerke Müll verbrennen, um Kosten zu sparen, ist nachvollziehbar. Dass sie dafür aber nicht die gleichen Standards wie Müllverbrennungsanlagen einhalten müssen, ist es nicht.